Hallo zusammen, wir haben den 16. November und es ist 17:52 Uhr und ich bin da, wie Sie merken. Ich wollte ja eigentlich weg sein, nicht im Urlaub, das habe ich auch nie gesagt. Ich wollte in ein Krankenhaus gehen, eine kleine OP machen, aber Verdi hat diese OP unterbunden und die wird jetzt erst im Januar stattfinden. Also bin ich hier bis Ende November und mache die Filme, so wie Sie es kennen, auch in gewohnter Form weiter. Und heute geht es hier um Lufthansa. Dass ich da bin, das nur nochmal als Tipp, können Sie auch daran erkennen, dass die Volatilität im Index relativ klein ist. Weil wenn ich weg bin, dann ist sie größer. Aber ich bin da, also steigt der DAX unter kleinsten Schwankungen, unter minimaler Volatilität weiter einfach nach oben. Ja, also warten Sie mal vom 27. November bis zum 7. Dezember, dann geht's rund. So, wie gesagt, hier ist die Lufthansa. Ich muss mich vorab für eins entschuldigen, wenn ich jetzt hier etwas nasal klinge, das ist kein Zeichen von Arroganz, aber nein, ich leide unter nasaler Inkontinenz und deswegen meine Nase ist zu. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Also gut, Lufthansa. Das ist der 5-Jahres-Chart. Und der eine oder andere von euch wird sich garantiert noch an diese Zeit erinnern. Das war so von 2016 und dann das ganze Jahr 2017 sind die Freunde einfach nur gestiegen. Hier waren sie das erste Mal unter 10, also einstellig. Und dann einfach nur hoch, ein Jahr lang. Bei 32 kamen oder 31,50 kamen dann noch diverse Kaufempfehlungen für 35, 36, 38. Und dann verließen sie ihn. Also schon erstaunlich. Diese Bewegung, die habe ich bis heute nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Der Chart an sich, der weist schon viele Extrasystolen aus, muss man sagen. Aber ich denke, hier passiert was. Das ist also, wie gesagt, der 5-Jahres-Chart. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. Die Lufthansa hatte hier ihr vorübergehendes Low, das war bei 5,37 am 21.10. und hat sich dann recht schnell wieder nach oben bewegt. Ja, zumindest auf 7. Das sind 1,70 €. Ja, das sind 30%. Das kann man mitnehmen. Ich finde das wirklich interessant. Es ist so, dass der institutionelle Support seitens vieler Analysten für den Wert langsam wächst. Mit Zielen zwischen 8 und 9. Ich habe auch schon mal eine 10 gelesen. Letzteres kann ich sehr gut akzeptieren. Also ja, um die 10 im Moment bei 9,45 liegt die 200-Tage-Linie und ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum die da nicht hochgehen sollten. Eine der interessantesten Meldungen jetzt in den letzten Tagen war, dass sie also komplett die Staatshilfe zurückgezahlt haben. Das stimmt insgesamt natürlich zuversichtlich. Ich habe den Eindruck, dass die Lufthansa hier ihren Boden gefunden hat. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal hingehen auf diesen Bereich kommen von 5,34. Was sie jetzt macht, ist nach diesem Anstieg hier von den 1,50 €, sie pausiert mal, sie atmet mal aus und das finde ich eigentlich recht gut. Man kann die Fibos durchaus so anlegen. Ich mache das mal ein bisschen breiter, dass Sie das besser sehen, beziehungsweise ein bisschen dunkler, weil ich habe festgestellt, dass viele Leute schauen sich das auf dem iPhone an, also auf dem Handheld. Ich würde da nichts mehr erkennen, muss ich ehrlich sagen, aber deswegen habe ich es jetzt ein bisschen dicker gemacht. Von dieser Bewegung hier von 5,37 hoch bis zu 7,15 befinden wir uns momentan etwas unter der 10-Tage-Linie bei der 38,2er Retracement. Und das 50er liegt bei 6,26 und da liegt in der Nähe auch die 20-Tage-Linie. Die steigt jeden Tag leicht an. Und ich glaube, das wird also so eine relativ wichtige Marke werden. Aber selbst wenn Sie die nicht nehmen, bei 6,05 ist der nächste Auffang der Welt. Das kommt auch hier hinten vom Chart her. Ich mache mal das Fadenkreuz raus. Das kommt auch hier hinten vom Chart. Das war mal so ein kleines Zwischenhoch. Dann sind wir davon nochmal runter, eben auf diese 5,37. Deswegen, das ist vom Chart her auch ganz gut unterstützt. Ich glaube nicht, dass man hier in operative Hektik verfallen muss. Dass man da also jetzt sofort mit der gesamten Position rein muss. Aber ich denke, nachdem das jetzt hier sich schon deutlich abbaut und auch der Oszillator auf dem Weg nach unten ist, im Moment bei 54, also praktisch im neutralen Bereich, dass diese drei Punkte vom Fibo vorgegeben würden, hier die 6,47, die 6,26 und die 6,05. Das sind für mich Zonen, in denen ich anfange, mir die nicht nur auf die Watchlist zu legen, sondern auch mir die Optionsscheine rauszusuchen. Ich denke, dass in den nächsten 5 bis 6 Handelstagen, dass sich hier weiter abbaut, hier auch. Deswegen, man muss es hier nicht mit der Hektik übertreiben. Aber ich werde zum Beispiel selbst anfangen, hier mal eine Kleinigkeit zu nehmen, diese, wie ich das immer nenne, Schnüffelstücke, um reinzuriechen in den Markt und schauen, dass ich hier unten im Bereich 605 eine Position fertig habe. Deswegen auf jeden Fall auf die Watchlist. Und wenn das dann alles ein bisschen tiefer ist, kann man zum Beispiel mit diesem Schein hier, das ist eine Basis 5,41, die also ganz knapp über diesem letzten Low hier, kann man durchaus Positionen anfangen. Es ist ein 5,46er, dieser hier ist das. Das ist ein 6,12er Hebel im Moment.
Ja, der wird natürlich, wenn die Aktie runtergeht, geht er ein bisschen hoch, aber ich finde das eigentlich eine ganz bequeme Position. Das ist die Kennnummer HB0YMT, Heinrich Bertha 0Y Martha Theodor. HB0YMT. Mit der fange ich jetzt dann so ganz langsam mal an, selber zu, dass ich hier in dem Bereich um die 20-Tage-Linie und kurz vor 6, dass ich da die Position dann zumache, weil ich gehe davon aus, dass wir den Bereich von 200-Tage-Linie sehen. Sie werden verschiedene Charts sehen von Lufthansa. Bei manchen ist also hier dieser ganze Bereich runtergebrochen, eben weil hier mal eine Kapitalerhöhung runtergebrochen, sodass dieses Gap hier nicht entsteht. Ist eigentlich besser, muss ich wirklich sagen. Aber das ist eine Geschmackssache für jeden. Deswegen zeige ich das anhand von diesem Chart hier mal auf dem Tool. Wenn ich mich für einen Put interessiere, weil sagen ja, dass der Schlegel da sagt, das ist falsch, Lufthansa geht nochmal unter die 5 vielleicht, dann möchte ich eigentlich gar keinen Put haben, der irgendwo zu weit hier oben ist, sondern ich denke, ich kann den auch relativ knapp hier dranlegen über die 7. Und da kann ich den Hebel etwas höher nehmen. Und da gehe ich mal auf den Hebel 8. Da liege ich hier bei sowas, 7,33. Der liegt also recht knapp hier hinter, auch oberhalb des oberen Bandes. Und das wäre die HR85VX. Also so sieht es bei mir aus. Ich denke, dass die Lufthansa hier nochmal ein bisschen Atem holt oder vielmehr die Pause nimmt, die sie erfrischt und dann den Weg nach oben Richtung 200-Tage-Linie machen sollte. Es gibt so ein schönes lateinisches Sprichwort, Fortes fortuna adiuvat. Dem Mutigen steht das Glück bei oder hilft das Glück. Und ich glaube, dass die gut durch die Krise bisher gekommen ist. Ob diese Krise absehbar ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich denke, die sind jetzt also auch für die nächste Zeit ganz gut aufgestellt, sodass sie nicht nennenswert hier unter dem Bereich von 6 gehen könnten, sollten, dürften, müssten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.